willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown. Wir sind nochmal hier in der Arena und ich kämpfe hier gegen Pig Beanies. Vielleicht das, wisst ihr, was das. Ja? Drehe mal den Namen, da hat er bei dem Namen die zwei Buchstaben um. Und dann wisst ihr, was der da eigentlich hier. Was der da schreiben wollte, der Kerl. Na. So, alles klar. Womit fange ich jetzt an? Mit der Louise. Louise auf der 1. Und dann haben wir Roller Derby Eli. Alles klar. Auch fusioniert. Ich habe auch eine. Die ist nur ein 2 schwächer als deine. Aber ich habe davon noch eine. So. Und dann kann ich. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Dass man es nicht um die Ohren fliegen tut und trete. So, jetzt gucken wir erstmal. Jetzt erstmal machen wir das. Wo bockst du denn hin? Schneckchen, wo bockst du dann hin? Was machst du dann für einen Käse? Ich mache jetzt als allererstes hier die Flügelmutter. So. Und einmal darf die Roller Derby Haley durchkommen. Jetzt verliert sie nochmal 2 Leben. So, und jetzt komme ich mit der Gigidi Gun. Und die Flügelmutter ist da jetzt auch schon einmal durch. So, und jetzt. Das hat jetzt aber wirklich mal wehgetan. Das muss ich jetzt echt sagen, das hat jetzt tatsächlich mal wehgetan. Dann spielen wir als erstes hier die Roller Derby Haley. Und Junkie Peggy da hinten ist das sowieso. Wie viel Leben hatten die noch? 6 Stück, die ist das sowieso gleich down. Komm mit dem Blaster! So, zack. Und ich spiele jetzt mal hier als allererstes einfach mal den Roller Skate Peter und dann auf der nächsten Position mache ich dann entweder den Stan mit dem Fusel. So, zack. Bam. Fertig. Fertig ist da. Fertig ist da. Fertig ist da. Fertig ist da. Ich mach dich fertig, du Ochs. So. Und da kommt er mit einer Luise an. Ich spiel jetzt um eine Tina Marke. Und mach ihn fertig da. So. Also, jetzt hauen wir den mal ganz kurz hier durch. Da kloppen wir mal die Hasenohren von der Birne. Kommen wir gleich wieder mit der Ringkarte. Mit Essenstruck, okay. Gut. Alles klar. Ich komme. Du kommst mit Essenstruck. Ich komme mit Pinguin Konservator. So, oder die Drunken. Ne, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir einfach die Drunken Lila oder so. Mal schauen, was da jetzt rauskommt. Da kommt ein Essenstruck Bob raus. Mit einer ganz schönen Mauer. Aber der Pinguin Konservator hat einen ziemlich krassen Stock, mein Freund. Einen ziemlich krassen Stock. Und ein 10-fach Boxen. Naja, gut, aber. Gut, das war jetzt richtig. Ich muss nochmal einmal pushen. Einmal muss ich noch pushen. Wow. Wie viele Leben holst du dir denn zurück, du Vogel? Das geht so nix. Aber jetzt, du bist K.O. Freundchen. Und weg ist er. So, dein Geldempfänger. Der Geldempfänger. Dafür habe ich Anal entstellt, mein Freund. So, zack, zack. Was willst du jetzt noch dagegen machen? Komm. Nix mehr, sag ich dir, da machst du gar nichts mehr. So, wollen wir jetzt mal hier vorne den Rekordhalter spielen? Komm, wir hauen da jetzt einmal durch die Verteidigung durch und dann ist das. Zack, bam. Zack, fertig. Einmal komplettes Feld leergeräumt. Alles weggeballert, was da war. Louise, die
Hasenohren von der Birne gerobbt. Verdigida. Zweimal noch, komm. Also. Zwei gehen noch. Da haben wir noch einen Bender hier. Hörgleich versus Dan Ask. Dan Ask. Und eine Verteidigung. Und dann spielen wir wieder die Louise. Wie viel kann er boxen? Zweimal Faustschlag. Plus dreimal Faustschlag. Oh. Ich mache jetzt hier als nächstes dann die... Wäre vielleicht ein bisschen klüger gewesen. Der Whisky-Drinker... Der Whisky-Drinker... Brian. Whisky-Drinker by Brian. Mache ich jetzt hier... Ich mache die Flügelmutter... Oder den Pinguin-Konservator. Ich muss überlegen. Ich mache hier Flügelmutter, die wird pro Runde wenigstens stärker. Und hat noch eine 5er Mauer. Ja. Ah, und Box natürlich vorbei, ne? Ah, Gott, noch eins. Manchmal ist das wirklich zum Verrücktwerden. So, naja, gut, macht nichts. Das ist also erstmal die Roller-Derby-Heli dahin. Diesen Whisky-Trinker. Whisky-Trinker, Trinker, Trinker, by. Den Whisky-Trinker. Alter. Den Whisky-Trinker. Brian. Apropos Whisky. Trinker. Brian. Könnt ihr mal versuchen? Hier gibt es ein schönes. Gibt es einen schönen Zungenbrecher. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky-Mixer. Mit dem Whisky-Mixer mixt der Whisky-Mixer den Whisky. Versucht das einfach mal nachzumachen. Könnte lustig werden, was dabei rauskommt. Schaut einfach mal, ob ihr es auch so gut hinbekommt. Hat gleich bei mir jetzt auf Anhieb funktioniert. Geil. So. Betrunkener Stan. Und dann haben wir den hier auch gleich fertig. Vernichtet. Hey, manchmal geht's euch auch so. Manchmal gibt's so total bescheuerte Lieder, die einem so im Kopf rumschwirren und dann denken sich, das kann doch nicht wahr sein. Wo kommt denn der Schrott jetzt her? Wieso habe ich jetzt den Käse in der Birne drin? Irgendwo hat sich zwischen den Synapsen festgesetzt. Wusel da irgendwo in den Gehirnwindungen rum und du weißt überhaupt nicht, was du dagegen machen sollst. Du kriegst den Käse nicht mehr aus dem Kopf raus, da hilft kein Schütteln und Rütteln mit der Birne mehr. Du hast es einfach drin sitzen, du kriegst es nicht raus, es ist zum wahnsinnig werden. Meine Güte, ich hasse es, ich hasse es, macht nichts. Dann müssen wir die Medikamente, also weiter geht's. Dann machen wir hier mal die Amy zum Denkeraffen oder Flügelmutter müssen wir gucken. Na, in der Situation 7er Mauer ungefähr gleich, vergleichbar. Das Problem ist gut. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Gute Frau. Ein guter Affe. So, und den haben wir jetzt hier auch schon wieder vernichtet. Wow. Kommt der Waffensicherheitsbieter. Und das war's. Fertig. Jo, das war's jetzt hier von dieser Folge. Ich muss noch gucken. Moment mal. Ich muss noch gucken. Muss ich noch was gucken oder muss ich nichts mehr gucken? Ich, bevor ich es wieder vergessen tut und hätte. Ich weiß, ich vergesse es sonst wieder. Weil da ist jetzt momentan dieses Fettische da. Das Fettische da. In der Windung. Da kann ich immer ans andere denken. Hier, muss ich noch Aufwertungen machen? Ne, habe ich jetzt eigentlich alle Aufgaben erfüllt? Warte mal. Dass ich meine 10 Gems krieg. Lass mich doch mal gucken.
Also das geht so nicht. So geht es nicht. Na, oh, Leute. Was ist hier los? So, was haben wir denn da? Täglich Pakete kaufen. Ich muss noch 3 Pakete kaufen, genau. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. 3 Päckchen, 3 einzelne Kätsche. 3 Kätsche müssen wir noch kaufen. Was haltet ihr hier vom VIP-Pass? Ich weiß nicht. 30 Tage, 80 Gems pro Tag. Und das sind dann insgesamt 3 mal 8, 80 sind 24, 2400 Gems. 2400 Gems. 2408. 16, da könnte man sich zum Beispiel 3 mal so ein Pack hier holen im Monat, gell? Also sowas da. Oder hier könnte man es beim Sonderangebot, ne, haben wir hier dieses. Also das hätte ich ja schon gerne. Auch 800 könnte man sich auch 3 Stück davon holen hier. 3 Stück. Also eigentlich müsste ich zusehen, 4 Tage. Eigentlich müsste ich zusehen, dass ich tatsächlich jetzt nochmal diese Spiele da installiere, weil hiervon hätte ich schon gerne irgendwas. Dojo Biden, weiß ich jetzt nicht. Das ist aber hier vorne. Der Bobby, der Bender, also von den Legis, Bobby Bender ist cool. Das wäre nicht schlecht. Jetzt steh endlich auch mal. Jetzt kaufe ich erst mal 3 Karte. 3 Karte, so, und jetzt kaufen wir die erste. Die erste Cut. Kaufen wir die erste Cut. Was ist da drin? Erste Cut ist eine Musik-Cut. Und die zweite Cut ist. Was ist die zweite Cut? Ist ein Gamer. Und was ist die dritte Cut? Die dritte Cut ist, was das hier? 20 Mäuse, sensationell. Jetzt habe ich aber jetzt meine 10 Gems zusammen und gut ist. So, alles klar. Und jetzt habe ich meine täglichen 9 bis 5 und das war's. Okay. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, fertig ist da, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Thumbs up. Schreibt mir was in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal und schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt. Nächstes Mal Animation Slowdown mit Miniman gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.